Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Geheime Videoaufnahmen in einer Finca auf Ibiza haben Österreich grundlegend verändert. Kaum zu glauben, aber es ist jetzt schon wieder 4 Jahre her, dass eine angebliche Oligarchin und ein Detektiv den damaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den Wiener FPÖ-Clubmann Johann Gudenius aufs Glatteis führten. Das 7-Stunden-Video hat zum Rücktritt der Regierung geführt. Zuvor ist Strache aus der Politik ausgeschieden, aber auch Gudenus. Es folgte eine Expertenregierung, Dutzende Hausdurchsuchungen und die Veröffentlichung von vielsagenden Chatprotokollen. Auch ÖVP-Superstar Sebastian Kurz musste letztlich gehen. Mein Name ist Karl Wendel. Einer der unfreiwilligen Hauptdarsteller von damals war Johann Gudenus, Ex-FPÖ-Clubobmann, heute Geschäftsmann. Ich bin mit ihm per Skype verbunden. Er ist im Urlaub. Grüß Gott, Herr Gudenus. Grüß Gott, Herr Wendel. Wie geht es und wo sind Sie momentan? Ich bin an der schönen blauen Donau in Serbien. Herr Gudenus, man glaubt es ja kaum, aber es ist jetzt schon wieder 4 Jahre her, seit dieser 7-Stunden-Nacht in Ibiza. Was denken Sie heute über das, was damals passiert ist und die Folgen? Naja, ich denke eigentlich heute kaum mehr drüber nach. Ich wundere mich ehrlich gesagt über diese jährlichen, fast würde ich es bezeichnen als Jubiläumsfeiern, die hier veranstaltet werden, über ein Ereignis, das man eigentlich bezeichnen kann nach dem Sprichwort, es ist ein Rad in China umgefallen. In dem Fall war es vielleicht ein Tandem, weil es mit 2 Personen bestückt war, das Rad. Aber mehr war es auch nicht. Much to do about nothing. In Wirklichkeit ist da nicht viel passiert, wenn man das vergleicht mit den ganzen Skandalen, die in den letzten Jahren danach aufgepoppt sind, ist da wirklich nicht viel dran, außer die Tatsache, dass hier 2 sehr doch bekannte Protagonisten in bewegtem Bild und Wort sichtbar waren, die viel Blödsinn gesprochen haben. Und das macht es irgendwie einzigartig, weil wenn das gleichzeitig vielleicht bei anderen Politikern vorliegen würde, wäre es wirklich schlimm. Bei anderen gibt es halt nur schwarz auf weiß Chat-Nachrichten und es ist doch bewegtes Bild und Wort dabei, gesprochenes Wort, qualitativ, medial gesehen, von der Verarbeitung etwas intensiver. Ja, aber es gab doch ein Sittenbild von der österreichischen Politiklandschaft wieder. Sie waren damals in einer führenden politischen Funktion. H.C. Strache, Ihr Freund von damals, war Vizekanzler des Landes. Da schaut das natürlich schon anders aus, wenn diese beiden Proponenten Punkt 1 einmal Staatsaufträge versprechen, die Kronenzeitung kaufen wollen, das Wasser privatisieren etc. Also das Sittenbild, das damals abgegeben wurde, war kein gutes, Herr Gudenus. Ich bedanke mich sehr für diese Aufzählung an falschen Unterstellungen, die seit 4 Jahren hier auch gebracht werden. Niemand hat je von einer Wasserprivatisierung gesprochen. Im Gegenteil, das Wasser sollte dahingehend gestaltet werden, wie das Beispiel das Erdöl in Norwegen, dass ein Staatsfonds eingerichtet wird und der Staat sich eigentlich an dieser wichtigen Ressource gesund stellen kann, der Staat an Einnahmen und somit es dem Wohlstand immer besser geht. Das war die Idee. Also genau das Gegenteil einer Privatisierung. Da sieht man, was Journalisten, ich rede jetzt nicht von Ihnen, aber was Journalisten, die das Ganze aufbereitet haben, angerichtet haben an Unwahrheiten und an Ungenauigkeiten, die aber bösartig gemeint waren. Herr Strache war auch damals nicht Vizekanzler, sondern wir waren eben beide Vertreter einer Partei in der Opposition. Und Staatsaufträge kann man auch als Regierungspartei, wenn wir eine gewesen wären, nicht freihändig vergeben. Da gibt es schon auch Ausschreibungen. Somit will ich mal sagen, das Ganze war ein dummes Dahergerede großteils. Der wirkliche Skandal in der ganzen Sache ist die mediale Aufbereitung gewesen, dass eben hier nichts passiert ist. Es gab auch Ermittlungen in unsere Richtung aufgrund der gesprochenen Worte. Die wurden 3 Monate später
3 Monate später ziemlich schnell eingestellt. Und so hat der Hessenthaler hat selbst gesagt, er war enttäuscht, wie er das eigene Video gesehen hat, weil eigentlich nichts dran war. Also es war nichts dran, aber gleichzeitig haben wir jetzt vor kurzem einen Riesenskandal im EU-Parlament gehabt, wo wirklich Schmiergeld fließt von einem nicht-europäischen Staat an EU-Parlamentarier, links angesiedelt, Sozialisten. Das ist ja alles im Laufen mit Hausdurchsuchungen, mit Festnahmen, mit Millionen an Bargeld und Schwarzgeldzahlungen. Das passiert hier gerade vor eigentlich unseren Augen. Oder die Corona-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung, wo die Grundfreiheiten der Menschen eingeschränkt werden und die Menschen eingesperrt werden und zu einer Zwangsimpfung verdonnert werden. Das sind die Warnskandale und nicht zwei besoffene Oppositionspolitiker auf einer Ferieninsel, die sich wichtig machen. Und das ist genau der wahre Skandal, dass die Medien eben nur das jetzt auch zu diesem Jubiläum hervorstreichen und in Wirklichkeit mit diesem Stilmittel die Warnskandale verduschen wollen, diese Prioritätensetzung. Das ist für mich der Wahlskandal. Und ich habe vor einem Jahr auch bewusst gesagt, den Journalisten, die diesen moralischen Wahnsinn angerichtet haben, das ist ein Drecksjournalismus gewesen, das Sonderklasse. Und man kann sich das auf Dauer nicht bieten lassen, dass man hier Menschen in die Falle lockt und die Fallensteller jetzt auch noch hochgelobt werden in linken Kreisen. Dieselben Kreise, die einen Deichtmeister schützen, aus denen er auch entstammt. Das sind genau diese Kreise, die nach dem Motto agieren, wie auch schon Solzhenitsyn, das ist ein Dissident in der Sowjetunion gewesen, der gesagt hat, die linken Kommunisten schützen die wirklich Kriminellen, aber Andersdenkende, das waren nämlich Strache und ich, werden diffamiert und kriminalisiert. Und dieses Motto zieht sich wie ein roter Faden durch manche mediale Berichterstattung. Das darf man sich auf Dauer nicht gefallen lassen. Ich muss das jetzt noch einmal korrigieren. Von meiner Seite, in der Tat, als Gudenus und Strache damals in der Finca in Ibiza gewesen sind, waren sie Oppositionspolitiker und erst später kam H.C. Strache in Regierungsverantwortung. Aber sowohl Sie als auch Strache haben heute keine politischen Funktionen mehr. Sie sind freiwillig ausgeschieden, Strache mehr oder weniger unfreiwillig. Es gibt eine Vielzahl. Strache ist auch freiwillig zurückgetreten, weil wir beide haben gewusst, was da für eine, wie wir kennen ja, wie Medien auch dann in dem Fall agieren, wie dieses Video am Freitag, den 17. Mai, zugeschnitten wurde und was dann auch für eine Lawine das auslösen konnte und auch ausgelöst hat, wussten wir beide, wenn wir uns zurückziehen, nehmen wir Luft heraus und die Regierungsarbeit kann dann weitergehen. Das war beide Rücktritte waren aus freien Stücken, das muss man auch betonen. Und alles Weitere war natürlich dann ein sehr falsches Spiel von dem Herrn Bundeskanzler Kurz, der dann eh zweimal über seine eigenen Stolpersteine geflogen ist. Und ja, das ist halt der Punkt, der dann natürlich die Konsequenzen sind. Ja. Das vorhin schon angeschnitten, der Mann, der damals das Video in Ibiza hergestellt hat, Julian Hessenthaler, der dingelt derzeit durch Theater, durch Talkshows, lässt sich feiern als Retter der Demokratie. Sie haben das eine oder andere gehört, was er gesagt hat. Was sagen Sie dazu eigentlich? Ich mache dem Herrn Hessenthaler in seiner jetzigen Selbstdarstellung und des Narrativs, das er von sich gibt, insofern keinen Vorwurf, weil er versucht, für sich das Beste daraus zu machen. Den Vorwurf mache ich an diese linke Kultur- und Politschikerie und mediale Schikerie, diese Blase, die sich erdreistet, solche Menschen noch hochzufeiern und gleichzeitig Deichtmeisters und Co. Zu verharmlosen, zu beschwichtigen und unter den Teppich zu kehren. Das ist genau diese Prioritätensetzung, diese Doppelmoral, die hier in diesem Land vorherrscht. Oder diese EU-Affäre, wo eben sozialistische Politiker ja nachweislich bestochen wurden von diversen fast Schurkenstaaten, wo Millionen an Schwarzgelder geflossen sind, wo Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, wo es Festnahmen gab und Fußfessel und dergleichen. Oder eine Bundesregierung, die eigenen Menschen einsperrt, eine Ministerin, eine Verfassungsministerin, die sagt, jeder, der nicht geimpft ist, aber trotzdem Österreicher ist, darf aber sich nicht in Österreich aufhalten.
Solche Aussagen und Tätigkeiten gehen ungeschoren durch, während gleichzeitig ein Video von zwei Lausbuben, die besoffen auf Ibiza den wichtigen starken Mann spielen, immer hochstilisiert werden. Das ist doch der wahre Skandal. Ja, da werden die Menschen eingesperrt zu einer gesundheitsrechtlich grundrechtswidrigen Impfung verdonnert, gesetzlich. Das wurde eh bald wieder aufgehoben, aber trotzdem. Es werden Menschen insofern beängstigt, indem eine Verfassungsministerin sagt, wer nicht geimpft ist, darf sich nicht in Österreich aufhalten. Das geht ungeschoren durch und wird auch großteils von Medien gedeckt. Das ist der wahre Skandal, Herr Wendel. Nicht zwei Psoffene, die sich wichtig vorkommen, wo im Endeffekt nach 3 Monaten die Staatsanwaltschaft gemerkt hat, da ist nichts dran. Und trotzdem wird das über Jahre lang hochstilisiert. Das ist in Wirklichkeit unsauber und eine Methode, mit der man sich nicht abfinden kann. Hessenthaler deutete gestern in einem ZIP2-Interview an mit dem Herrn Armin Wolf, dass es noch weitere bisher nicht veröffentlichte Videos geben soll. Insgesamt sollen es 9 Aufnahmen gewesen sein. Das Video in der Finca in Ibiza, das sei eigentlich nur der Abschluss, der Höhepunkt gewesen. Was sagen Sie dazu und kennen Sie diese Videos und wissen Sie, was auf diesen Videos drauf sein könnte? Nein, das weiß ich nicht, weil es ist bekannt, dass es vorher einige Treffen mit Herrn Hessenthaler gab. Wahrscheinlich hat er alles mitgeschnitten. Das Ganze ist ja, wie Sie wissen, mittlerweile, was haben wir jetzt, 6 Jahre her. Ganz offen, ich weiß es nicht und ich sehe dem auch gelassen entgegen. Nach 4 Jahren, nach den Rücktritten von einem Clubobmann im Parlament und einem Stadtpolitiker namens Gudenus und Strache, hier noch weiter Wind zu machen bei Sachen, die strafrechtlich nicht relevant sind, ist, mein Gott, sei den Menschen unbenommen, aber ist hier das Ganze entspannt. Ja, trotzdem sei die Frage bitte erlaubt. Herr Hessenthaler behauptet, die Behörden hätten ihn nie nach weiteren Videos gefragt, nach Unterlagen, auch im Hinblick auf die Oligarchin, die ja da eingesetzt worden ist. Ist das, was Hessenthaler sagt, eigentlich glaubwürdig? Schauen Sie, der Herr Hessenthaler hat es geschafft, mich oder uns in eine, oder uns alle in eine Falle zu locken. Und jetzt davon auszugehen, dass er nur die Wahrheit spricht, wäre, glaube ich, etwas vermessen. Und auch im Vorfeld hat er, das ist bekannt, ja geschafft, professionellerweise diverse Gruppierungen zu infiltrieren und in die Luft zu sprengen. Das ist alles auch bekannt, dass er das gemacht hat. Deswegen schwer zu sagen, was jetzt wahr oder nicht wahr ist. Und die Person Hessenthaler beschäftigt mich eigentlich nicht sonderlich. Aber trotzdem nochmal die Frage, Sie wissen nichts von noch weiteren Videos. Sie wurden auch nie angeboten im Zuge der Recherche. Für Sie ist der Fall eigentlich abgeschlossen, oder? Alles im Prinzip für mich abgeschlossen. Und wenn jetzt diese Ibiza-Festspiele stattfinden, gibt es doch eine Gelegenheit, sich zu Wort zu melden und ganz klar zu sagen, die Prioritätensetzung der Medien ist doch eine sehr interessante, nicht wahr? Es wäre auch viel besser, mal herzugehen und diese Bundesregierung zu durchleuchten, die die gesamte Bevölkerung einsperrt, oder diese CO2-Mafia oder die gesamte Westen am Schmäh gehalten wird für einen Klimawandel, den es natürlich gibt, aber der nicht aufhaltbar ist, sondern der existiert einfach. Und die Leute werden hier insofern hinters Licht geführt, dass sie glauben, der Mensch ist zu 100% dafür verantwortlich. Das ist ja alles große Betrugsfälle weltweit. Das gehört einmal aufgedeckt und nicht kleine balearische, insulanische Urlaubsgeschichten. Ich glaube, das ist einfach völlig in die falsche Richtung. Es ist völlig richtig, dass Sie das jetzt so argumentativ bringen. Tatsache ist, und da kann man, das kann man halt nicht wegwischen und wegleugnen, dass alles, was in der Folge von Ibiza passiert ist, natürlich die Republik in ihren Grundfesten Punkt 1 erschüttert und Punkt 2 völlig verändert hat. Und das Erstaunliche ist ja, ursprünglich war das ein FPÖ-Skandal. 2019 rasselte die Partei herunter auf 16,2%. Jetzt liegt Herbert Kickl und Co. wieder bei 30%. Und aus dem eigentlichen FPÖ-Skandal ist ja am Ende des Tages ein ÖVP-Skandal geworden, oder?
Das stimmt schon, wobei ich auch eins berichtigen muss, wenn man es ganz genau sieht. Ibiza ist ein Skandal und Ermittlungen, die sind gegangen gegen zuerst auch Strache Gudenus, das wurde sofort eingestellt. Wovon Sie sprechen, das sind die Casino-Ermittlungen. Ja, da gab es eine anonyme Anzeige, wo auch wir anonym angezeigt wurden, Strache Gudenus und andere auch. Und das hat sich dann ausgeweitet bis hin zur Beinschab-Affäre, Kamasintas, was wir jetzt haben, und zig anderen Linien, die wir jetzt sehen medial und die Staatsanwaltschaft verfolgt. Das ist aber das Casino-Verfahren. Und aufgrund dieses Casino-Verfahrens gab es auch zwei Urschüsse, nicht aufgrund von Ibiza. Das wird völlig vermischt in den Medien, das einmal zur Klarstellung. Zum zweiten Punkt, den Sie erwähnt haben. Richtig, die FPÖ ist im Aufwind. Ich sehe das auch mit Freude. Einerseits, andererseits weiß ich ganz genau, es wird immer, und das ist auch der einzige Punkt und die einzige Möglichkeit, wo das System oder FPÖ-feindliche Kreise die Möglichkeit haben, die FPÖ zu stoppen mit unlauteren Mitteln, wie zum Beispiel Ibiza. Wenn diese Mittel nicht vorhanden wären und nicht eingesetzt würden, dann würde die FPÖ schon viele Jahre Nummer eins sein und Nummer eins bleiben und auch länger in der Regierung sein. Es gibt aber alte Strukturen in Österreich, das sind diese typischen, sozialpartnerschaftlichen Strukturen, die einfach nur Rot und Schwarz auf Dauer an der Spitze wollen, einmal der Erste, einmal der andere der Erste und nicht wollen. Und die Grünen sind die Mehrheitsbeschaffer da und dort und die Neos. Aber der Stachel im Fleisch des Systems ist doch die FPÖ. Und da findet man demokratisch nie die Möglichkeit, die FPÖ zu stoppen, außer durch völlig unfaire, unlautere Skandale. Und ich stelle jetzt eine Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, das Gleiche wie Ibiza wäre passiert gegenüber Mitte-Links-Politikern, gegenüber Van der Bellen, nennen Sie, wen Sie wollen. Ja. Das Gleiche wäre passiert, die gleiche Falle, die gleichen Methoden, die gleiche Methodik gegenüber Links-Politikern. Da wäre doch bitte Feuer am Dach, alle würden sich aufregen. Die gleichen Medien, die das jetzt hochjubeln, das Ibiza gegen uns, würden die sein, die sagen, das kann doch nicht sein, solche Mittel in der Politik sind unlauter, unglaublich, unfassbar. Da sieht man bitte die Doppelmoral dieser Figuren. Und genauso würde es auch sein, weil ich kenne ja diese Leute, wie sie alle ticken. Ja? Diese selbsternannten Moralaposteln, die aber die Maßstäbe immer bei anderen anlegen, aber nicht bei sich selbst. Und das sollte man auch eben genauer beobachten. Umgekehrt wäre eben Feuer am Dach und auch eine Ausrede zu sagen, das ist ein Protagonist von Ibiza, der das erstellt hat, zu Unrecht im Gefängnis gesessen ist, weil das System sich rächen wollte. Nicht böse sein, das System ist alles andere als FPÖ-freundlich und das System hat sich eher gefreut, dass Strache und Gudenus stolpern und hat keinen Grund, sich zu rächen an jemanden, der so eine Falle gestellt hat. Ja, aber trotzdem muss man dazu sagen, weil Sie das mehrmals erwähnt haben, die Korruptionsaffäre auf europäischer Ebene mit der eingesperrten griechischen Politikerin, es ist überall berichtet worden davon, dass es innerhalb der europäischen Sozialdemokratie zu diesen Bestechungen gekommen ist. Das ist das eine. Also das wird schon berichtet und nicht unter den Teppich gekehrt. Aber trotzdem eine Frage an Sie persönlich. Stört es Sie eigentlich bis heute nicht hundertprozentig, nicht zu wissen, wer die Oligarchin eigentlich war? Jetzt gibt es jetzt ein neues Gerücht, dass eine Dame aus einem Laufhaus in der Wiener Triesterstraße gewesen. Das ist das eine. Dann, es sind ja noch viele offene Fragen. Wer finanzierte eigentlich den Anwalt? Wer hat die gesamten Kosten, die doch 250.000 Euro betragen haben, sondern wer hat das bezahlt? Gibt es eine anonyme Quelle? Haben Sie da nie weiter recherchiert? Ja, ich bin da vollkommen bei Ihnen. Das sind lauter offene Fragen. Wer ist diese Oligarchennichte? Richtig, ja, das frage ich mich auch. Wer steckt dahinter? Also ich glaube nicht, dass das Ganze ein idealistisches Projekt war oder ein Freundschaftsdienst. Ich habe auch viele Vermutungen. Wer könnte sie sein? Wer könnte dahinter stecken? Die Frage, wer zahlt die teuren Anwälte der Protagonisten in Deutschland und in Österreich? Völlig richtige Frage, Herr Wendel. Das heißt, immer Folge der Spur des Geldes. Nur kommt man halt leider an diese Zahlungsströme nicht heran. Es wäre schon interessant, weil da geht es ja schon um 4 Jahre lang Anwaltskosten
und ich weiß, wie das ist, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe ja auch solche Kosten von Verfahren, die meistens ungerechtfertigt sind und wo die meisten bis jetzt schon eingestellt wurden. Und auch der Herr Strache kann davon ein Lied singen, wie wir auch wissen. Das kostet viel Geld und da fragt man sich schon, wo diverse Herrschaften wie dieser Anwalt Mirfakrei und der andere diese Gelder herhaben. Vollkommen richtige Frage. Trotzdem, Herr Wendel, ich habe mir schon seit langem gesagt, ich kann das da jahrelang weiter nachdenken und verzweifeln, wer könnte das sein und wer könnte dahinter stecken und wo ist diese Oligarchennichte. Aber schauen Sie, ich blicke in die Zukunft und versuche hier für meine Familie und für mich selbst optimistisch und auch erfolgreich teilweise hier eine Zukunft aufzubauen und nicht nur mit diesen negativ belasteten Vergangenheitssachen mich zu beschäftigen. Das ist auch sinnlos, glaube ich. Das bringt zu viel Zeit und Nerven auf, das macht keinen Sinn. Aus Ihrer Sicht, was hat sich in der Politik in Österreich seither geändert? Und zweite Frage, ist für Sie eine Rückkehr in die Politik eigentlich denkbar? Was hat sich in der Politik geändert? Es ist dreister geworden, als es vorstellbar war. Ich habe das vorher schon erwähnt, die Corona-Maßnahmen, wo Menschen als Bürger zweite Klasse degradiert werden, die Freiheit beraubt wird, wo Menschen gesagt wird, sie dürfen in Österreich nicht wohnen, obwohl sie Österreicher sind, wenn sie nicht geimpft sind. Das ist schon beängstigend eigentlich, wo innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von eineinhalb Jahren, hier politisch gesehen, und auch da nehme ich die Medien nicht aus, weil sie ja doch da mitgespielt haben bei diesen Liedern, plötzlich eine Stimmung, ich sage es ganz offen, ja, dass eines aufkeimenden Faschismus sich aufgetan hat. Sowas hätte es mit der FPÖ nicht gegeben. Nein, da hätte die FPÖ wahrscheinlich gesagt, nein, da muss bitte jede Meinung gelten. Es kann nicht sein, dass was der eine sagt, ist unwissenschaftlich, was der andere sagt, ist wissenschaftlich. Das geht nicht. Und zu sagen, die Politik hält sich an die Wissenschaft, gleichzeitig wissen, dass die Wissenschaft ein laufender Prozess ist an Theorie und Gegenmeinung, Meinung, Gegenmeinung, ein laufendes sich korrigieren und dann nicht andere Meinungen zuzulassen, das erinnert mich doch sehr an diverse Bücher wie 1984 und andere, wo hier im Endeffekt wo die Freiheitsrechte eingeschränkt werden und wir uns morgen in einem totalitären System wiederfinden. Da gab es Ansätze die letzten Jahre, das sage ich Ihnen ganz offen. Und diese Ansätze kann es wiedergeben, wenn man nicht wachsam ist. Und dazu braucht es eine Partei, die die Freiheit liebt und die eben die liberalen Grundrechte, das sind die Persönlichkeitsrechte, hoch auf die Fahnen setzt, das ist die FPÖ. Sie waren vor Ibiza mit Strache eng befreundet. Es galt immer, den Auftritt der politischen Zwillinge zu verfolgen, fast könnte man das so nennen. Ibiza hat euch entweder komplett auseinanderdividiert oder zumindest sie sind sehr auf Distanz gegangen zu Strache. Wie schaut das Verhältnis heute aus und was können Sie uns erzählen? Ich habe noch einen Punkt von der letzten Frage nicht beantwortet. Ich schließe zurzeit aus, in die Politik zurückzukehren. Das war die Frage noch von vorher. Was in ein paar Jahren ist, weiß ich nicht. Also ich sehe zurzeit für mich auch nicht irgendwie die Lust, in die Politik zu gehen. Das machen andere sehr gut, Gott sei Dank, in verschiedensten Parteien, aber vor allem in meiner Partei, die ich wähle, der FPÖ. Aber wir sind ja in der Demokratie und es gibt in vielen Parteien Politiker, die es ernst und ehrlich meinen und dann gibt es wieder andere auch. Mein Verhältnis zu Strache ist ein gutes. Wir reden miteinander. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns um den Hals fallen müssen. Ich respektiere auch seine Standpunkt, dass er eine Politik zurück will. Das glaube ich, will er. Ich will es zurzeit nicht. Also wir haben halt einen laufenden Diskurs. Es ist nicht so wie früher natürlich, ja, das wäre vermessen zu sagen, aber es ist ein gegenseitiger Respekt. Sie sind jetzt Unternehmer. Wollen Sie sagen, was so genau Ihre Aufgaben sind? Also ich berate im Prinzip Unternehmen, die sich Richtung Balkanländer orientieren, mit einer umfassenden Expertise, die ich gesammelt habe die letzten Jahre. Wir wissen, Russland ist eher weggefallen seit über einem Jahr. Das ist nicht praktikabel, hier Beratungen durchzuführen. Es gibt auch viele ukrainische Bürger, die in Österreich
sich aufhalten wollen und Geschäfte aufbauen wollen. Und da gibt es auch meinerseits Beratungen, sind in verschiedensten Sphären. Es geht vor allem um Relocation, das heißt, wenn Unternehmen oder Unternehmer in einem anderen Land tätig sein wollen, dann berate ich eben, was dazu notwendig ist und das richtige Umfeld zu schaffen. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch und weiterhin guten Aufenthalt am Balkan. Danke sehr, Herr Wendel. Schönen Abend. Ja, das war Johann Godenus. Er hat nochmals reflektiert, was damals vor 4 Jahren auf Ibiza wirklich geschehen ist und vor allem, wie dramatisch die Folgen für ihn, für Strache und natürlich für die Politik in Österreich im Allgemeinen gewesen sind.